geht ab und willkommen zurück auf meinem Channel. Ben Chubi am Start mit einem weiteren FIFA Foot Trading Video. Das ich in den Kommentaren gelesen habe, zeige ich euch, bevor ich meine neuesten Foot Trading Tipps euch zeige, zeige ich euch meine aktuelle Mannschaft, die ich so, ja, mir jetzt so langsam an Zusammenbauen bin. Linkes Mittelfeld hier, Schürrle, Pacemaker, richtig geiler Typ, hat richtig geile Stats auf jeden Fall. Hier 88 Tempo, wirkt sich im Spiel richtig gut aus. Dann hier diesen Mesut Özil, 89er Rating, bekommt man für 45.000 Coins auf dem PC. Ja, richtiges gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man gar nicht sagen, finde ich. Und hier Pace Monster Bellarabi, 90 Tempo, ebenfalls richtig geil. Also ich zocke hier mit der 4-1-2-2 Aufstellung und jo, richtig geil. Also kann ich euch wärmstens empfehlen. Hier für den ZDM, da bin ich natürlich noch nicht zufrieden. Da habe ich gerade noch den Emre Can auf jeden Fall. Sowie Innenverteidiger Bartstuber und hier den Tar aus Leverkusen, ja, da werde ich noch auf jeden Fall nachrüsten, aber ja, die Offensivreihe bin ich eigentlich ganz zufrieden. Bobadilla macht seine Aufgabe auch ganz gut. Hier Origi, ja, den werde ich noch eintauschen, denn ich habe den Aubameyang auf jeden Fall im Blick. So, und jetzt zu den Trading-Tipps, was ich euch empfehlen kann. Ach genau, Pack Opening. Pack Opening kommt vermutlich morgen auf meinem Kanal, da werden wir wieder ein paar Gold Jumbo Packs öffnen, das auf jeden Fall nicht verpassen. Und wir schauen einfach mal, jo, was oder mit was ich in den letzten Tagen so getradet habe. Unter anderem Philipp Lahm. Wenn ihr ein paar Coins übrig habt, dann könnt ihr den Philipp Lahm, wenn ihr Glück habt, vielleicht für 48.000 oder 49.000 Coins könnt ihr den kaufen. Und jo, ich habe den zum Startpreis von 53.500 Coins habe ich den eingestellt und habe den für 53.500 Coins auf jeden Fall wieder losbekommen. Also wenn ihr ein paar Coins übrig habt, Philipp Lahm, entweder fürs eigene Team natürlich, richtig geiler Spieler, also für 53.000 Coins finde ich den eigentlich recht erschwinglich. Oder zum Traden, jo, da könnt ihr auf jeden Fall ein paar Münzen machen. Aber das ist noch nicht einmal mein Trading-Tipp Nummer 1. Da möchte ich euch einen anderen Spieler zeigen, einen Silberspieler. Und zwar den hier, Goodson. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig ausgesprochen habe, aber den bekommt ihr für gut 800 Coins, bekommt ihr den auf jeden Fall weg. Also der ist richtig gut gelaufen, den habe ich mir 2, 3, 4 Mal gekauft und alle gingen so um die 700, 800 Coins auf jeden Fall weg. Also Goodson kann ich euch wärmstens empfehlen, 72er Rating, seltener Silberspieler, jo, der ist richtig gut gelaufen. Dann hier schon Mario, den habe ich relativ günstig ertradet, der ist vom Wert her sogar eher noch gestiegen. Ihr könnt es versuchen, ob ihr den noch günstig erwischt für 1100 Coins gegebenenfalls. 1500 Coins habe ich den losbekommen, ebenfalls ein richtig guter Tipp. Wer aber der übelste OP-Tipp ist und der ist richtig gut gelaufen, damit habe ich bestimmt 5, 6, 7 von diesem, ja, aus Manchester City ist der, ja. Clichy, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, den bekommt ihr locker für 3000 weg, also ja, den habe ich eigentlich gestern schon getradet, also den bekommt ihr bestimmt jetzt auch für 4 oder 5000 Coins locker weg. Also hier Clichy, ich habe den ja, vor ein paar Tagen für 2-1-2-2 Münzen gekauft und jo, für 3 wieder verkauft. Also Clichy Hot Trading Tipp, auf jeden Fall, der läuft richtig, richtig gut. Jo, das wäre es dann mit den Trading Tipps, also hier nochmal ein Clichy, läuft. Dann Juan Mario läuft ebenfalls. Der Spieler Goodson läuft auch sehr gut für die, wo weniger Coins haben. Und jo, Lahm würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, da ja einfach die Gewinnmarge zu gering ist. Aber wer ein paar Coins übrig hat, kann auch mit dem Lahm traden oder ihn fürs Team einsetzen. So, das war's dann mit den Trading-Tipps für heute. Lasst einen Daumen, ein Like oder ein Abo da, wenn euch das Video gefällt. Und dann gibt es morgen, spätestens übermorgen, gibt es ein Pack-Opening, wo wir hier diese schönen Sets öffnen werden. Und ja, wir hoffen natürlich, dass was Geiles drin enthalten ist. Und bis zum nächsten Mal, euer Ben Chubi. Ciao!